geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Farmer. Jo, der Helfer ist wieder am Dröschen. Ich habe jetzt auch gerade mal eine Pause gemacht. Aber hey, Leute, mit dem Ding haben wir... Wir haben jetzt 9 Meter Arbeitsbreite, wenn man da einen Helfer laufen lassen. Schaut mal, was man jetzt schon vom Feld weg kennt. Ich bin jetzt ungefähr knappe 2 Stunden dran. Gut, Vorgewende habe ich selber gemacht. Vorgewende ist halt immer ein bisschen zeitaufwendig. Aber jetzt die Bahn, da geht ja das Feld weg. Das ist einfach geil. Und so macht es richtig Spaß. Ich habe jetzt vorhin, wo ich mir noch selber gedrischt habe, vorm Helfer, habe ich mir jetzt nur noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Was machst du jetzt, wenn der ganze Kredit weg ist? Uns ist ja der Kredit verloren gegangen. Komm, das zeige ich euch kurz. Genau, ich habe doch da das Kreditsystem da drauf gehabt, wo man kann Kredit aufnehmen, wo man immer in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Kreditzins oder Kreditsatz die Schulden zurückzahlen kann. Das hat nicht funktioniert. Da ist hinter immer gestanden rechtlich bezahlender Betrag, aber das war immer bei 2,4 Millionen, auch noch 4 oder 5 Monate noch. Und ich hätte im Monat so 66.000 Euro zurückzahlen. Hat es auch nicht gemacht, hat auch nicht funktioniert. Habe ich rausgenommen, jetzt ist der ganze Kredit weg. Gut, mit 695 Euro, da können wir keine großen Sprünge machen. Ich habe mir jetzt mal nur überlegt, jetzt mir noch Produktionen dazu nehmen. Wir sind jetzt gerade bei 31%. Komm, springen wir jetzt mal kurz in den Wald, der ist gerade dort hinten. Gehen wir kurz auf die Karte. Zack, die Bohne. Ich zeige euch das kurz. Das Waldstück gehört auch mir. Die 66. Gehen wir kurz zurück. Springen wir mal da kurz hin, Besucher, genau. Also das Waldstück gehört auch mir. Es geht, glaube ich, irgendwie so schräg da hoch. Kann noch mal schauen. Ah ja, okay. Das gehört mir bis direkt vor den See. Den See, oh wow. Den See habe ich noch gar nicht gesehen. Kann man schauen, wo ist denn der genau? Hey, das ist schon geil. Alter, ist Meppbrand. Ist doch irgendwo der See. Der ist ein kleiner Teich. Hey, wo bin ich denn jetzt? Ah ja, doch. Jetzt renne ich in die richtige Richtung. Da. Oh, da drüben ist sogar ein Boot. Ja, geil. Ah, oh, den kleinen Teich habe ich gerade auf dem Schirm gehabt. Ah, der ist schon mal geil gemacht. Mit dem Wald so ein kleiner See mit so... Habe ich denn da irgendwo eine Stelle, wo nicht so viel Büsche und Zeug sind? Da vorne. Da, genau. Ey, wie genial. Das ist ja... Und richtig schönes blaues Wasser. Ja, herrlich. Also sowas mag ich. Mit dem Wald so ein kleiner Teich. Richtig geil. Okay. Uns gehört die Waldfläche. Ich weiß gar nicht, ganz komplett bis vor, weiß jetzt nicht genau. Da bin ich am überlegen, ob mir im Januar, wir haben jetzt den letzten Dezembertag, 2. Dezember, ob ich im Januar da einen kleinen Teil von der Waldfläche rausnehme und vielleicht noch ein paar Produktionen baue. Aber nur Produktionen, die wirklich was mit Landwirtschaftssimulator zu tun haben. Also nicht irgendwie da Kleiderproduktion oder so. Ja, Molkerei haben wir, glaube ich, schon eine. Muss ich mal schauen, was es da noch so für Produktionen gibt, die wirklich realistisch sind für Landwirtschaft. Molkerei. Mal schauen, was noch andere Sache. Da orientiere ich mich jetzt immer ein bisschen so an die Regiomate bei mir im Dorf. Also die bietet ja Eis an und Käse. Käseproduktion, genau. Dass ich dann irgendwie so, glaube die Selbstvermarktung habe ich auch mit drauf. Dass man das mit der Selbstvermarktung dann irgendwie macht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, durch das, dass jetzt der Kredit verloren gegangen ist, dass man da einfach nur ein bisschen Geld ausgeben müsste. Aber hey, wir müssen ja die 3 Weide auch noch voll machen mit Kühe. 2, 4, 600 Holstein auf der Weide. Gut, die haben jetzt nicht so viel Arbeit mehr. Ich habe ja Animal Grazing mit drauf. Milch wegbringen. Oh, Leute, da haben wir noch viel vor. Alter Schwede. Das wird,
Ah, das wird noch richtig geil. Also, das Projekt wird noch richtig geil. Ich bin zurzeit jetzt gerade bin ich gerade wieder bisschen besser gelaunt. Ich bin allgemein jetzt gerade gut gelaunt mit Glasfaser. Ich habe es mitgekriegt. Glasfaser schon im Anmarsch. Wir haben jetzt bei mir in der Straße angefangen. Ich halte euch auch mit der Community-Beiträge immer ein bisschen auf dem Laufenden. Das kann sein, dass es jetzt die kommende Woche mal wieder soweit ist, dass wieder das Internet richtig schlecht ist. Also heute haben wir jetzt Sonntag. 6., 8., 6., 8. Ja, ich glaube, 6., 8. müsste es sein. Oder 7., 8. ist irgendwas. Also der Sonntag, bevor das Video rauskommen ist. Genau, ich bin einfach jetzt gut gelaunt, weil wir jetzt gerade bald Glasfaser kriegen. Ich freue mich drauf. Können wir endlich live streamen. Ich werde erstmal auf YouTube live streamen, bis ich meine 1000 Abonnenten voll habe. Und dann werde ich auf Twitch. Also ich werde dann wahrscheinlich parallel zusammen auf Twitch und auf YouTube live streamen. Und, Leute, ich freue mich drauf. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen in saure Apfel reinbeißen, dass es ab und zu mal wieder ein bisschen Probleme gibt, dass das Internet schlecht ist, wie jetzt neulich. Wenn wir mal für ein Video das 20, ganz 20 Minuten. Ja, das war weniger. Doch, 20 Minuten war es. Wenn mal für ein Video das 20 Minuten dauert, fast 15 Stunden braucht zum Hochladen. Ja, das ist dann schon ein bisschen ziemlich nervenaufreibend. Zweite Video habe ich hochladen wollen, das war bei 20% hat YouTube gesagt, das braucht zum Hochladen und hat der Upload abgebrochen. Und ja, sowas ist ärgerlich. Wie gesagt, da müssen wir jetzt so durch, da gehen wir jetzt so durch. Ich freue mich drauf, wenn wir Glasfaser hält. Glasfaser kommt ja bei mir bis ins Haus, also ja, jetzt steht er wieder so rum. Komm, wir fahren da auch wieder rein. Egal, Auge zu. Es ist unrealistisch. Aber hey, komm, das machen wir so. Ich möchte jetzt da den Hänger noch voll machen, dass ich den zurückbringen kann. Ja, wie gesagt, es wird, aber ich halte euch auf dem Laufenden mit dem ganzen Glasfaser und dem. Werde ich jetzt aber nur die nächste Zeit ein Update-Video machen mit Glasfaser. Wie jetzt gerade so der Stand ist, werde ich euch auf Google Map zeigen, wo sie jetzt gerade sind und in welcher Straße das ich wohne. Klar, im Haus zeige ich euch jetzt, wo ich genau wohne. Das macht man nicht, oder? Ja, ihr wisst ja. Zeige euch einfach die Straße, wo ich wohne und wo sie jetzt gerade sind mit dem Glasfaser. Und ja, ich freue mich drauf, dass wir bald live streamen können. Da habe ich den Plan, da werden wir es wahrscheinlich so machen, dass ich am Montag Umfrage mache. Wir spielen ja Little Farmer. Little Farmer geht ja auf Galgeberg. Da muss ich jetzt das Spiel schon einrichten. Boah, Leute, Galgeberg habe ich runtergeladen, wo ich so schlechtes Internet gehabt habe. 3 Stunden hat es gebraucht zum Runterladen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. 3 Stunden. Und das sind jetzt nicht so viel. Also, wenn mein, wo mein Internet oder halt da, wo ich die erste Galgeberg runtergeladen habe, vom Update. Das Video war in 8, 9 Minuten war das runtergeladen. Und jetzt habe ich 3 Stunden gebraucht. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Gut. Ihr wisst, ihr beißt ihr den sauren Apfel. Bald habe ich ihn. Alter, wie kommst du da an? Hast du einen Vogel? Da liegt doch Schnee auf der Straße. Also, die fahren den Radi auf schneebedeckter Straße, das gibt es gar nicht. Okay, genau. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, wenn es mal wieder keine Videos gibt, dann ist er da. Ja, jetzt hat er wieder schlechtes Internet. Aber ich denke mal, so 2 Monate, die sind jetzt gerade am. Die haben jetzt gerade Sommerferien. Ja, müssen jetzt Sommerferien sein. Also es tut sich jetzt gerade nichts, da wo jetzt gerade bei uns in der Straße sind jetzt eine Stelle aufgraben, wo sie das Glasfaser dann durchbohren oder durchschießen, ich glaube durchbohren. Also das macht bei uns der
Leonhard Weiss ist gut im Durchbau. Kennt bestimmt von euch jeder, der wo groß im Gleisbau ist. Das macht bei uns der Leonhard Weiss. Und im Dorf selber sind es auch nochmal zwei Firmen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das sind. Ich glaube, der Leonhard Weiss macht auch einen Teil bei uns im Dorf. Hat mit dem Durchbau und dem Ganzen. Die anderen Firmen, das sind kleinere. Ich glaube, die graben sogar den Gehweg auf. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich mal schaue, eigentlich wollte ich euch heute Update machen. Wir haben so scheiß Wetter gehabt. Katastrophe, den ganzen Tag Regen und Sturm. Und bei Sturm brauche ich eigentlich keine Aufnahme machen. Da werde ich wahrscheinlich die Hälfte gar nicht verstehen. Weil es im Mikrofon so laut pfeift oder in meiner GoPro-Kamera. Genau, da wird es dann von mir auch nochmal ein Update geben. Gestern war, glaube ich, der 5., 8., ja, so irgendwas, 5. oder 5., 6., so um den Dreh rum, war halt der Wochenende, müsste ein Samstag besser sein. Hat das eine, der eine Milchviehbetrieb mit, Biogasanlage hat Gras gekesselt, habe ich aber keine Zeit gehabt, sonst hätte ich Aufnahme gemacht. Die waren auch zwei Tage beschäftigt. Ja, ich glaube, die haben da ordentlich Bleche runtergeholt. Also wenn sie zwei Tage dran beschäftigt sind, schätze ich mal, das geht so Richtung 100 Hektar. Ja, ist jetzt so mal meine Einschätzung. Klar, die Betriebe haben halt auch ihre Felder. Hallo? Ah, okay, ich habe zwei drückt, ich muss eins drücken. Jetzt. Okay, also ich kann auf meinem, auf meiner Seitenkonsole kann ich zwei drücken, es lädt aber ab, aber der Hänger wird nicht leer. Okay, ist auch cool. Okay, dann schauen wir mal, gibt es schon Sonnenblume? Ja, das sind sie, genau. Habe ich mir schon überlegt, wo lagere ich die? Eigentlich wollte ich sie erst. Komm, die machen wir ein bisschen langsamer. Eigentlich wollte ich sie erst da drin lagern, aber ja, komm, da steht doch die ganze Maschine drin. Das kann schon nicht bringen, wo Futtermischer und nachher Schneidwerk und der Mulch und das Ganze drin steht, kann schon kein Sonnenblumenöl lagern. Dann bin ich da rübergelaufen an den Hof. Ah, oh, Leute, der Hof ist so geil. Und du kennst nur die Hälfte. Ich kenne nur die Hälfte von dem Hof. Dann laufe ich da nach hinten, denke ich, da hinten ist auch nur eine Halle. Ich habe die Halle, Leute, ich habe die Halle nicht auf dem Schirm gehabt. Und da drin werden wir dann das Sonnenblumenöl lagern. Da können wir sogar da noch durchfahren. Ah, ne, kommen wir da her. Ach, von da vorne. Ja, nice. Cool. Jo, da drin werden wir Sonnenblumenöl lagern. Die soll auch irgendwann Arbeit kriegen. Ja, Stroh. Nimmt die? Ja, die nimmt sogar Stroh, Leute. Oh. Ich liebe die Rade. Und hab's euch neulich wieder gesagt. Da habe ich euch Mist erzählt. Ist es nicht bei YouTube? Das ist auf meinem YouTube-Kanal, wo zurzeit nur aktuell auf Platz 1 LS22 gerade auf meinem YouTube-Kanal, ja, auf meinem YouTube-Kanal LS22 gerade gesucht wird. Auf Platz 2 ist gerade Map-Vorstellungen und auf Platz 3 ist, ja, das ist, schwankt immer ein bisschen jetzt. Auf Platz 3 ist es gerade, wo ich euch das Video gemacht habe mit, wie man den Spielstand wieder herstellt. Wenn euch der Spielstand verloren geht, wie man den wieder herstellt, da kriege ich immer wieder so viele Dankeschön oder halt so E-Mails, wo sich Leute bedanken und vielen Dank, dass du mir geholfen hast, endlich wieder meine 200 Stunden Spielzeit da. Und ja, das freut mich einfach, wenn man andere Leute oder wenn ich andere LS-Spieler helfen kann. Und auf so Kommentare, da freue ich mich sowieso wahnsinnig. Es macht einfach Spaß. Genau. Leute, wir haben ja da zwei Rudolfhänger. Ja, wir haben schon lange nicht mehr gerade gespielt. Ich habe ja nur die zwei Rudolfhänger, wo wir ja auch noch Sonnenblume. Ja gut, wir haben jetzt den einen Hänger. Normalerweise könnte ich die beiden Rudolfhänger verkaufen.
Oder sollen wir die verkaufen? Es bleibe jetzt mal auf dem Hof, aber ich habe jetzt den Fliegel, der macht ja auch Getreide und das ganze Zeug. Nee, komm, die gehören uns. Wir haben die gekauft, die gehören uns. Die kostet uns keinen Unterhalt oder sonst irgendwas. Die gehören uns, die behalten wir. Ja, die kann man immer wieder brauchen. Genau, und bei dem Stall habe ich jetzt ausprobiert. Da wir jetzt nicht mit Mais Plus spielen, aber hey, ich spiele auf der Rehbach mit Mais Plus auf der Ostseeküste. Also das ist ja nicht in der Ackerbaubetrieb von Rehbach mit Storie, spielen wir auch mit Mais Plus. Und Galgeberg. Galgeberg, weil ich jetzt demnächst dann einrichte. Ja, wenn man mal vor Galgeberg 3 Stunden zum Runterladen. Alter Schwede. Also, da wisst ihr mal, wie grottenschlecht mein Internet ist. Mein Internet ist jetzt noch grottenschlecht, aber ich bin so froh, dass das wenigstens jetzt mit dem Hochladen ein bisschen funktioniert. Ich habe jetzt gerade vor einer Viertelstunde angefangen, nächste Video hochladen. Das ist jetzt schon fast bei 18%. Und ja, das ist richtig gut. Also, da wo jetzt das Internet die letzten Tage so schlecht war, nach 15 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten war bei mir das Video vielleicht mal 2% hochgeladen. Und jetzt ist es bei 18%. Und wenn ich dann nachher Glasfaser habe, dann sind die Videos in 2-3 Minuten hochgeladen. Ja, da bin ich am über... Ah, der könnte doch auch die Milch wegbringen. Komm, Abfahrer mit der Milch, die muss weg. Genau, da mache ich es auch so. Wir bringen nur noch Milch an Landhandel. Da brauche ich nicht jedes Mal immer eingreifen. Ist für mich das Einfachste. Den Kurs habe ich so hinkriegt. Ja, der hat wieder voll. Den Kurs habe ich so hinkriegt, dass der automatisch immer hin und her fährt, bis der Stall leer ist und dann bleibt er stehen. Allerdings muss ich dann daran denken, dass ich den Autodreif rausnehme, weil der mir sonst weiterhin Geld kostet. Genau mit dem Stall habe ich das euch jetzt gesagt, vor lauter hin und her und rum und num. Wir haben ja auf dem Stall, komm, das zeige ich euch kurz. Und der Mähdrescher steht wahrscheinlich gerade wieder, aber hey, ja, das muss ich euch jetzt so zeigen. Ich habe mir jetzt auch gerade über gerade die letzte Zeit wieder so viel Gedanken gemacht. Basisfutter haben wir doch letztes Mal uns gefragt, was ist das? Also das ist ganz normale Silage. Haben eine Silageballe vom Stall spawnen lassen, ganz normale Silageballe und haben eingefüttert, das ist also Basisfutter. Werden wir aber nicht einfüttern. Wir werden Mischrationen einfüttern, das Geld kostet. Ja, das wäre sonst... Wir müssen da auch irgendwie schauen, wenn wir jetzt schon den Kredit verloren haben, dass ein bisschen Geld verbraucht wird. Da möchte ich auch ein bisschen realistisch sein. Es wäre jetzt blöd, wenn wir einfach Mischrationen so mit Silageballen kostenlos zutriggern. Das ist dann eigentlich bei euch Beschiss und das möchte ich nicht machen. Wenn die Mischration weg ist, oh ja, die ist jetzt weg, okay, da müssen wir also wieder Mischrationen kaufen. Wir haben ja vorerst nur mal mit Mischrationen füttern, Gras haben wir keins. Und Gras wäre ich hier zuträger, also Mischrationen füttern kostet uns Geld, gut, müssen wir schauen, wie wir an Geld kommen. Das macht es jetzt auch noch ein bisschen schwieriger, durch das, dass wir den Kredit verloren haben. Aber Leute, wir wollen noch so viel bauen, machen und tun. Und die ganze Weide wäre ja irgendwann auch mal noch voll wäre mit Kühe. Von dem her, ja, ist so wie es ist. Klar, wenn man ein Projekt mal über längere Zeit spielt, dann kommen halt so Sachen vor, wenn man irgendwelche Mods ausprobiert und so. Aber ist für euch auch interessant, dann wisst ihr doch genau, okay, wenn ich den Mod mit aufnehme und ich nehme ihn runter, sind meine ganze Schulden weg. Aber wer braucht Schulden? Jeder ist froh, wenn er Schulden weg hat oder keine Schulden hat. Aber da macht es einfach das Spiel interessanter. Und deshalb habe ich mich jetzt vorgenommen, dass wir zum Wald da unten noch einige Produktionen bauen, die uns Geld kosten. Aber auch da der Landschaftsbau, genau, Leute. Das wird nicht so bleiben. Wir werden da auch noch zu den beiden Produktionen werden wir einen Weg machen. Habe ich mir auch schon überlegt. Wahrscheinlich gehen wir da irgendwo rein. Der Weg zweigt dann da ab. Einmal darüber zum Sägewerk an dem Teich da vorbei. Auf das Sägewerk. Und der andere Weg, der geht... Ah ja, schaut mal. Ist der schon wieder zurück? Nee, das kann nicht sein.
ich gerade schaue. Das kann nicht sein. Dass der schon wieder zurück ist. Ah ja, das ist das Problem. Das erste Mal fährt er immer wieder zurück auf den Hof, aber ich weiß nicht warum. Ja, ist egal. Die nächste Tour fährt er jetzt an Landhandel runter, fährt wieder zurück und die nächste Fil fährt wieder an Landhandel runter. Und deshalb bis der Stall leer ist. Das finde ich eine geile Sache. So brauchen wir jetzt nicht mehr eingreifen. Gut, wir kriegen jetzt auch Geld drüber mit der Biogasanlage. Allerdings müssen wir schauen, dass die auch laufen und die steht. Die Holzschnitzelanlage, oh Leute, die soll ja auch noch laufen. Und der Freiluftgarten wollen wir auch noch in Betrieb nehmen. Aber wir haben noch so viel vor auf der Rade. Also eigentlich könnte ich nur noch ein Projekt auf meinem Kanal spielen und das ist Rade. Aber ja, da würde er sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte von dir ein bisschen mehr Projekte sehen, wie nur die Rade allein. Obwohl, könnte ich eigentlich mal machen, Umfrage. Ja, aber das wäre dann blöd. Dann fällt ja Big Farmer und Projekt angezockt weg. Und Map-Vorstellungen, klar, Map-Vorstellungen bleiben. Aber Big Farmer und angezockt würde wegfallen. Nee, komm. Wir lassen es so. Big Farmer angezockt. Ein kleines Projekt werden wir spielen auf der Oberlausitz, aber nur ein Tag pro Monat. Dass es ziemlich schnell über die Runde geht, aber ja, das muss für den Richie F. Also einfach als Andenken ein kleines Projekt drauf spielen. Das war für mich auch ein bisschen ja, überraschend. Also, wo der Yogi das Video postet hat, im Richie F. da das Abschiedsvideo. Da hatte ich auch rein in der Auge. Richie F. kenne ich eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja lange auf seiner Gräbach gespielt. Kommt ja auch aus der Väter von Richie. Ja, da habe ich auch mit der Träne gekämpft. Aber ja. Was soll man da dazu sagen? Wird wohl jedem von uns so gehen. Aber daran denken wir jetzt. Wir spielen das Landwirtschaftssimulator und haben Spaß dabei. Okay. Oh, lauter Gequatsche. Was haben wir denn? Schau wieder 22 Minuten. Genau. Dann fahre ich jetzt wieder zurück ans Ding. Jo, Produktion läuft, Ölproduktion. Mir wäre die, schauen wir mal noch kurz, Sonnenblumenöl. Wenn hat es den besten Preis? Sonnenblumenöl, da haben wir es doch, oder? Haben wir es? Ich doch, da haben wir es. Sonnenblumenöl, au, Multifrucht. Einkaufsstation 4.004 Euro. Aber Multifrucht Einkaufsstation? Hä, wo ist die? Multifrucht Einkaufsstation? Gerade schau auf der Karte, die habe ich jetzt gerade auf dem Schirm, wo die sein soll. Ist das die da oben? Nee, das ist Kalk, Zuckerfabrik, Zuckerfabrik Rohstoffe, das war's. Ah ja, genau, Zuckerfabrik, die könnte man eigentlich auch irgendwann in Betrieb nehmen. Gut, unsere Betriebe, die haben die auch. Bringe die Auto da drüben in Zuckerfabrik. Ja, den Zucker, den verkaufen wir halt dann direkt, dass einfach Geld drüber kommt. Aber Zuckerfabrik ist eigentlich mit der Landwirtschaft, auch realistisch. Die Betriebe bei uns verkaufen, oder halt nicht bei uns, sondern die sind ein bisschen weiter weg, ungefähr 50 bis 100 Kilometer, ja 50 Kilometer. Da wäre dann Rübe anbaut Richtung, Richtung Norden. Die bringen ihre Rübe dann auch mit in Zuckerfabrik. Aber ja, wo haben wir jetzt den Multifrucht, die Güllebehälter? Ne, das ist Biogasanlage. Oh Leute, da bin ich jetzt Kartoffelfrau, Viehhandel. Viehhandel, Ankauf Gülle, gut, die funktioniert ja, die werden wir auch nutzen, da werden wir dann eben künstliche Dünger nehmen. Ja, Leute, wir brauchen trotzdem noch genug Geld. Ihr seht ja, Gärreste habe ich aus Versehen vergessen, zum den Separator ausschalten. Die eine Grube ist komplett leer und in der anderen sind 52.000 Liter drin. Wenn wir das Feld da damit düngen, dann haben wir gar keine Gärreste mehr. Dann sind alle Lager leer. Aber so macht Spaß. Deshalb habe ich auch neulich gesagt, wenn alle Lager voll sind und du weißt nicht mehr hin, wohin mit der Gülle, da hätte ich keinen Bock mehr auf das Projekt, weil ich weiß, ja, ich kann immer Gülle nehmen. Ich brauche mir da keine Gedanken machen. So muss ich jetzt einfach nur ein bisschen mit der gärischen Gülle mischen, dem ganzen Zeug haushalten und ein bisschen planen und machen. So macht es auch richtig Spaß. Genau, wo haben wir die jetzt gesucht? Da die komische Multifrucht. Wo haben wir auch Multifrucht? Das ist die Ölmühle. Das ist das Sägewerk. Ich habe doch da auf der Karte nirgends keine Multifrucht. Getreidemühle, Rohstoffe. Ich habe keine Multifrucht. Was mich nämlich auch wundert,
Die Multifrucht, die zeigt da kein Pfeil an. Multifrucht, Einkaufsstation. Ah, da muss ich nochmal schauen. Preisänderungen, Anzahl. Ja, doch, aber die saisonale Änderungen sind drin. Februar ist der beste Verkaufsding mit 6.000. Wow, 6.408 Euro. Alter Schwede. Muss ich mal schauen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo die Multifrucht sein soll. Ja, schaue ich mal außerhalb vom Video. Genau, ansonsten verkaufen wir es einfach an. Was war die andere? Landhandel, Preisänderung, Anzeige. Ja, schaut, der Landhandel ist dann auch bei 6.408 Euro. Hä? Stimmt es jetzt, was ich dort gerade. Stimmt es jetzt, was ich euch da erzähle? Aktuelle Preise, Anzeige. Landhandel, Preisänderung, Anzeige. Ja, doch, der ist auch bei 6.408 Euro. Und aktuelle Preise, Multifrucht, auch bei 6.408. Okay, also die. Preise sind bei beider Verkaufsstelle beim besten Betrag beide gleich. Dann spielt es eigentlich keine Rolle. Dann bringen wir es zum Landhandel. Wir dürfen nicht vergessen, im Februar die Sonnenblumenöl zu verkaufen. Okay, meine Freunde, ja, das war wieder ein ziemlich langes Quatsche-Video. Ich hoffe, es wird für euch nicht langweilig, aber ihr seht, ich habe noch viele, viele Sachen vor. Und ja, ich glaube, ich muss mir es nur überlegen, ich bin jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich wirklich nur noch Rade- und Map-Vorstellungen machen? Und vielleicht Big Story? Ja gut, Story habe ich auch noch. Nee, Leute, nee, mir lasst es so. Wir haben nur lang genug Zeit. Ich kann ja eh bald live streamen und dann können wir ja die Projekte auch live streamen. Dann geht das sowieso auch nochmal einiges voran. Die Livestreams wäre bei mir dann meistens so Freitag, Samstag, Sonntag, so ab 20, 20:30 Uhr Open End bis, was weiß ich. Ach, nee, bis am anderen Morgen dauert. Ich schätze mal so 12, 1 herum werden wir live streamen und da kriegen wir auch auf der Projekte wirklich was geschafft. Und ich werde so machen, am Montag werde ich euch einen Community-Beitrag schreiben, wo ich euch drei Projekte verkaufte Müll. Ah ja, jetzt hat er die erste Müll verkauft. Jetzt fährt er wieder Umweltbewertungsbonus. Ich kriege jetzt immer einen Umweltbewertungsbonus, wenn ich was verkauft habe. Das sind waren jetzt auch 479 Euro. Wir haben jetzt 172.950 900, nein, 62 Euro auf dem Konto. Und letzten Monat, 1. Dezembertag, haben wir nur, ich glaube, 1700, nur irgendwas Euro drauf gehabt, wo ich die Horst Pronto DC9 gekauft habe und das eine Feld noch dazu gekauft habe. Ja, Leute, ihr seht, wir können jetzt so richtig Zaster verdienen, aber ja, das Geld ist so schnell weg, wie wir es eingenommen haben. Die ganze Maschine möchten wir ja auch noch kaufen, die sollte die Miete bleiben. Ja, das kostet uns auch alles Geld. Genauso die Schwader und das Ganze soll alles aus der Miete raus und dann kaufen. Mir schaut mal kurz in Gebrauchtwagenmarkt. Oh, Leute, den habe ich gerade auf dem Schirm. Wo war denn der nochmal? Mal gerade schaue. Da. Au! Ein 700er Fendt. Schwarzmüller Tieflader. Futtermischer. Ah, ein Grampe Big Body. Für 59.940 Euro. Ja, dann wird der Fliegel wohl weggehen, wenn ihr den kaufen würdet. Weil man dann noch. Au! Ein Tierhänger. 16. 7 Kühe, 16 Schweine. Ah, das ist ja ein Riese. Alter Schwede, das ist ein Riesending. Ich glaube, da kriegen wir auf der Rade Probleme, wenn wir da irgendwo um Eck rumfahren. Das Ding ist schon wahnsinnig lang. Ja, schau. Ich glaube, da bleiben wir bei dem Joschkin. Der hat ja, glaube ich, auch so viele Tiere, bloß halt ein bisschen kürzer. Müssen wir schauen, was wir da nehmen. Aber aktuell brauchen wir jetzt so keine mehr, wäre das so keine Tiere umstalle. Was interessant ist, der Krampehänger. Futtermischer haben einer, aber der Krampehänger, 23% günstiger. Der Fliegel geben wir zurück. Der ist, glaube ich, Kauf oder ist er auch gemietet? Anhänger. Ah, der ist auch gemietet. Okay, dann könnten wir den zurückgeben. Aber warte mal kurz. Kann ich da schauen, was der mich jetzt noch kosten wird, wenn ich ihn kaufe? Ja klar, wir müssen mit der Zeit auf einen größeren Hänger gehen. Weiß ich nicht, wenn ich da draufklicke, habe ich den denn direkt gekauft oder zeigt es mir an, was er mir kostet? Weil da sehe ich jetzt etwas, der mich kostet. Komm, ich stopp mal kurz das Speichere. Wir probieren es kurz aus, dass ich nachher wieder da alles neu starte oder wieder neu dazu kaufen muss.
So ist es für mich am einfachsten. Sagt die Boni, speichere aus und nachher das Spielstand. Ja, nur kurz noch mal kurz einschalten. 5 Minuten Spiel speichern. Ausschalte, speichere und dann noch einfach abbreche und dann sind wir wieder auf dem normalen Spielstand. Das probieren wir jetzt aus mit dem Hänger und dann würde ich sagen, Video beende, weil ja, 27 Minuten. Alter Schwede. Das ist nicht normal, wie die Zeit vergeht. Halt, zurückgeben, nein. Kaufe. 46.404 Euro, okay. Jetzt schauen wir mal kurz im Shop, was er neu kostet. 46.000 hat er da gekostet. Und im Shop kostet er, ich weiß jetzt nicht, war das ein Mod oder war das... Also da kostet er 52. Oh ja, das wäre natürlich ein ordentlicher Preisnachlass. Mir schaut aber jetzt mal auch nur bei dem Rampi Big Body. Ah, oh, Leute, die Glas-Cargos habe ich halt mit auf den Server genommen von Forbidden Mods. Aha, da werden wir auch mal noch einer nehmen. Oder wäre es die? Ja, die kostet auch 52. Doch, das ist ein ordentlicher Preisnachlass. Jetzt schauen wir aber gerade mal nur bei dem Rampi Big Body. Das ist der da. Der kostet 67.500 und da kostet er 59. Okay, wow. Ja, das ist natürlich ein ordentlicher Preisnachlass. Allerdings haben wir da dann nachher nur noch 120.000 Euro drauf. Ja gut, das Geld reicht uns trotzdem noch. Wenn wir nachher die Sonnenblumen und das alles verkaufen, sollen wir es machen? Sollen wir es nicht machen? Ist das einer? Na ja, der Grampi Big Body ist wieder einer, der nach oben abgibt, soviel ich weiß. Wir schauen uns kurz mal an. Oh, und dann noch grüne Felge. Ja, das geht ja gar nicht. Können wir die konfigurieren? Rahmenaufbaufelge. Ja, doch, die können wir konfigurieren, aber das geht gar nicht. Grüne Felge auf Rot. Boah, das ist gerade hässlich. Ist das ein Kipper oder ist das ein Abschieber? Nee, das ist ein Kipper. Der kippt nach oben. Ja, die Grampi kippt allgemein nach oben. Ja, dann ist es blöd. Ich möchte, wenn denn einer, der nach hinten kippt, obwohl mir könntet, ich, ja. Wir haben ja doch nur die zwei Rudolfhänger. Oder mir geben die zwei Rudolfhänger zurück, verkaufen die, kriegt ja da dafür ein bisschen Geld und holt uns da dafür den Hänger, aber der Fliegel bleibt auch. Der Fliegel bleibt dann mehr für Getreide und das Ganze. Also das, was eigentlich Rudolf machen würde und der ist dann mehr für Silage, Kartoffeln und das Ganze. Gut, auf der Silage, das ist ja dann Farsilo, da sind wir in der Halle drin. Doch, Leute, das könnte man machen. Das machen wir auch. Dann nehme ich euch jetzt noch kurz mit. Es gibt jetzt ein bisschen längeres Video, aber hey, komm, das machen wir. Die Rudolfhänger, muss ich gerade schauen, sind die beide leer? Doch, die müssten leer sein. Verkaufe, zack, die Bohne. Ja, weil der Rampe, der ist schon ziemlich günstig. Also. Und ja, mit deinen Fliegel, mit deinen beiden Rudolfhänger, Dreschemmel auf dem engen Hof, das ist halt schon ein bisschen... schwierig, irgendwo da rangiere. Zack, die Boni konfiguriere. Reifevariante, nee, da machen wir dick, fett und breit. Ah, geil. Nee, das da bleibt, genau. Konturmarkierung, was ist das? Ah ja, okay. Nee, da machen wir das. Was gibt es da noch? Das Gelbe, das da. Ja, das sieht geil aus, okay. Aufkleber, au, sorry. Weiß nicht, hab mir das gehört, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen, weil ich dann nachher auf der... im Video sehe, weil das Mikrofon, wo ich habe, das ist schon frei aufgehängt. Also das liegt frei in der Halterung drin mit so einem Gummiband. Aufkleber, Standard, Grampi. Oh ja, das sieht ja auch nice aus. Grampi Rino. Doch, das nehmen wir. Das sieht ja richtig geil aus. Aufstieg, Standard. Die Leiter lassen wir weg. Im Spiel liegt aber realistisch, kann sie öfters mal zu Problemen führen. So Leiter, dass man irgendwo hängen bleibt oder so. Deichsel. Standard. Deichsel mit Kronenmutter. Nee, da machen wir Standard. Nachlauflenkung. Zwangslenkung. Ja, da machen wir Nachlauflenkung. Flexcover, Netzabdeckung, geil, das hat er ja auch noch. Oh ja, doch, das nehmen wir mal dazu. Das nehmen wir mal dazu, Flexcover, Abdeckung. Das Gestänge fährt dann so quer drüber, zack, dahinter und dann ist da Folie drüber. Das sieht man auch. Ja, genau, die Folie ist da auf der, ich kann es jetzt nicht näher herzoomen, die ist auf der Rolle drauf und das Gestänge, das fährt dann so im 180 Grad Winkel hinter drauf und dann ist das Ganze, die ganze Geschichte abdeckt. Achsabstand, Leute, was hat denn der alles für Konfigurationen? Das ist schon geil. LED-Rücklicht unten, ey, LED-Rücklicht unten und, oh ja, geil. Und das ist Rücklichter unten, LED-Rücklichter unten und oben, Standard, die Rücklichter unten, LED-Rücklichter unten und oben. Das ist aber doch nochmal das Gleiche, LED-Rücklichter unten und oben. Oder gibt es da einen Unterschied?
Ah, nee, das sind doch die Warndreiecke und das sind jetzt, glaube ich, wahrscheinlich richtige Lichter, LED. Doch, das nehmen wir auch dazu. Achsabstand. Ja, gibt es da so eine. Ah, da gibt es sogar einen Achsabstand vor dem Hänger. Ja, wie geil ist denn das? Ah, ja, okay. Nee, komm. Wir machen 1,55. Ah, die Hänger gefallen mir nicht, wenn die Räder fast bis vorgeht. Ich mag es dann lieber ein bisschen zusammengerückt. Sieht einfach geiler aus. Kapazität, 100 mm Aufbau und Frontklappe. Ah, nee, das geht gar nicht. Gibt es da nur zwei Variationen? Das heißt Aufbau mit Frontklappe. Ah, das ist, wo man hinten noch Klappe aufmachen kann. Ah ja, das sind die Fenster. Genau, okay. Ja doch, beim Maishäcksel ist es gut, wenn da so Standardaufbau. Nee, das ist besser. Da ist komplett oberoffen. Das ist besser. Genau. Was haben wir denn noch? Dann ist da oben drauf noch. Oh doch. Dann nehmen wir natürlich. Ja, komm, da nehmen wir Vollgas. Vollgas. Rahmenfarbe, Aufbaufarbe, Felgefarbe. Felgefarbe, das geht gar nicht. Rot und Schwarz wird nice aussehen. Ja, das sieht richtig böse aus. Grau? Ja, ich glaube. Nee. Nee. Das doch, genau. Jupp, so kaufen wir ihn. Der kostet uns jetzt 100. Kontostand 199.000. Wo kommt das Geld her? Ah ja, das ist Milch, genau. Die Milch, wo er verkauft hat. Ah, den muss ich jetzt noch kurz ausschalten. Den Kollege kauft mir jetzt, der kostet uns jetzt 66.000 Euro, trotzdem immer noch günstiger. Sagt die Boni. Ja, passt. Gut, super. Der hat jetzt gespannt auf dem Buschall hinten. Da rennen wir kurz nach hinten, ein bisschen schneller. Ihr müsst der Autodrive ausschalten. Der Kollege kostet mich nämlich jetzt nur Geld. Der steht da blöd rum, macht nichts und treibt mich in die Schulde. Genau. Der Hänger, ich glaube, oder? Ja, da steht er. Nice. Geil. Okay. Wie gesagt, die beiden Rohre sind weg. Dafür kam jetzt der Grampi Big Body. Ist zwar ein Kipper, aber ist egal. Der werden wir sowieso nur da verwenden, wo man Mais fahren oder sonst irgendwas. Wenn wir was haben in die Halle rein, Getreide oder sonst irgendwas, dann nehmen wir mal den Fliegel. Der hat eine Klappe, wo hinter aufgeht. Das ist ja ein Kipper. Das steht sogar, glaube ich, drauf. Krampi-Kipper. Genau, okay. Aber trotzdem. Hammer. Günstig geschossen. Freut mich. Schau wieder Neuanschaffung auf unserem Hof. Und der Drescher steht jetzt auf dem Feld. Kostet uns Geld und kann nicht weitermachen. Ja, okay. Das war's für das Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Like vergessen. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.